Hallo allerseits, herzlich willkommen zum mantischen Vollmondimpuls. Diesmal nicht live, das habe ich leider nicht mehr hinbekommen. Wir haben ja hier in Hamburg ab morgen Ferien. Ihr seht, ich nehme es am Donnerstag auf und ich wollte das einfach vorbereiten, weil wir ein paar Tage weg sind. Und auch das Wochentagesskop wird es diesmal aus der Konserve geben, aber natürlich zur üblichen Zeit am Sonntag. Ich werde es auch später noch vorbereiten. Und in der nächsten Woche läuft es dann wieder ganz normal live ab, hoffe ich. Und auch die Mondimpulse werden immer wieder live stattfinden. Bloß manchmal lässt sich das halt nicht anders organisieren. Wie ihr seht, habe ich auch ein bisschen am Format gebastelt. Ich habe jetzt mal ein bisschen einen klareren Blick auf das Neumond- bzw. Vollmondhoroskop hier eingestellt. Ihr seht es im Hintergrund und der nächste Vollmond, der findet statt am Samstag, dem 27.02. um 9.17 Uhr hier bei uns auf jeden Fall. Ja, und das ist der letzte Vollmond des Winters. Also damit, mit diesem Mond verabschieden wir auch quasi die Winterzeit. Der nächste Neumond, Vollmond in der Waage, der wird ja dann der Vollmond vor Ostern sein, aufgrund dessen immer Ostern berechnet wird. Da sind wir schon in der Frühjahrszeit, denn das Zeichen Widder ist dann aktiv. Und jetzt bei diesem Jungfrau-Neumond, da sind wir halt in der Fischezeit und die Fische, die sind das letzte Zeichen des Winters. Ja, und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Grundqualität dieses Vollmondes. Es geht darum, einerseits den Winter noch einmal zu verabschieden. Das ist die Fischeenergie, die sehr stark in diesem Horoskop ist. Neben der Sonne stehen auch weiterhin Neptun, aber auch die Venus in den Fischen. Das gibt dieser Zeit jetzt eine ziemliche romantische, auch verträumte Note. Ja, und dann sind aber alle anderen Planeten, beziehungsweise auch Sonne, Venus und Neptun sind bereits im Vorwärtsgang. Wir haben zurzeit keine rückläufigen Planeten. Da gibt es so eine gewisse Ungeduld, eine Unruhe. Wir wollen jetzt nach vorne. Und wenn ihr euch dieses Bild einfach nur ansieht, dieses Vollmondes, dann seht ihr ja auch, dass alle Planeten, alle Punkte, mit denen ich arbeite, auf einer Seite des Horoskopes gelagert sind, nämlich hier. Und der Mond in der Jungfrau, der steht ganz einsam und allein auf der anderen Seite und muss quasi diese ganze drängende Ungeduld der nach vorne strebenden, Richtung Frühling strebenden Planeten ertragen. Und wir hören es überall, die Menschen werden ungeduldiger, sie wollen nicht mehr zu Hause sitzen, sie wollen nach draußen streben. Und genau das kann man auch wunderschön in diesem Horoskop wahrnehmen. Dennoch ruft uns der Vollmond in der Jungfrau dazu auf, die Dinge noch etwas langsam anzugehen. Die Jungfrau ist eines der sorgfältigsten Zeichen des Tierkreises und sie sagt uns, nimm doch noch einmal Bestand auf von dem, was in diesem Winter alles so für dich passiert ist. Ordne deine Unterlagen, bald wirst du wieder draußen sein. Und deswegen ist es jetzt die beste Zeit, noch einmal eine Struktur und Basis in dein Leben zu bringen, bevor es sich dann wieder draußen abspielt und du keine Lust hast für irgendwelche anstrengenden Dinge. Gleichzeitig sieht man auch, dass dieser Jungfrau-Neumond einiges aushalten muss. Er wird dazu gezwungen, vernünftig zu sein. Er wird dazu gezwungen, Kompromisse einzugehen und darauf haben die Fische sowieso keine Lust und auch alle anderen Planeten, die jetzt sagen, wir wollen jetzt endlich hier Bewegung reinbringen ins Spiel, ja, die haben da auch keine Lust drauf. Ich finde, wenn ich mir diese starke Achse ansehe zwischen dieser irdischen Jungfrau und dieser eher spirituell verträumten, vielleicht auch etwas versponnenen Fischesonne, dass wir gut daran tun, die nächsten Wochen, die Vollmondperiode, die dauert ja ungefähr 2 Wochen, bis dann wieder der Neumond kommt, nochmal wirklich alten Kram auszuscheiden, loszulassen, die Wohnung frisch zu putzen und schön zu stylen.
Wir werden zum Beispiel ein bisschen renovieren in dieser Zeit, um dann wieder mit voller Energie hoffentlich zu Mitte März nach draußen zu gehen, zu einem Fische-Neumond. Das wäre natürlich perfekt, dann mit einem Neumond durchstarten zu können. Mal sehen, was uns da alles noch gesagt werden wird. Ja, das ist so mein erster Impuls zu diesem Neumond, verzeiht bitte, zu diesem Vollmond. Und ich sehe in ihm halt wirklich am meisten diese Ungeduld, dieses wir wollen jetzt endlich raus etwas erledigen und das Zögern, das der Mond da hineinbringt und sagt, warte noch etwas. Ja, wie üblich ziehe ich auch eine Karte zum Vollmond, das kennt ihr ja inzwischen. Dafür nehme ich weiterhin das tolle Orakularium von Andrea Esty und Neil Kelso. Und ich habe diesmal eine spannende Karte gezogen, über die ich mir schon Gedanken gemacht habe, nämlich die Karte Hate, Hass. Und wir sehen ein Tango tanzendes Paar. Die Frau lächelt den Mann an, der uns den Rücken zugekehrt hat und hat ein Messer in der Hand. Eine klassische, leidenschaftliche Tango-Situation, wie ich finde. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit dem, was ich astrologisch euch gerade ein bisschen näher gebracht habe, dann hat das diese Qualität von, da sind zwei Energien am Werk, die eine will nach vorne, die andere will vielleicht in die Vergangenheit oder sonst etwas. Und die treffen sich in der Gegenwart, haben einen leidenschaftlichen Tanz miteinander und dann weiß man nicht, was geschehen wird. Es hat ein bisschen was von Nervenkitzel. Die Karte Hass sagt auch, ich habe mir natürlich durchgelesen, was Neil und Andrea dazu sagen, dass es darum geht, anhand von anderen Menschen zu wachsen, von Menschen zu wachsen, die uns vielleicht nicht wohlgesonnen sind, die uns feindlich gegenüberstehen. Dabei fällt mir wieder ein, was wir alles gerade gesellschaftspolitisch erleben, die vielen Lagerkämpfe. Jeder Mensch ist mein Feind sozusagen, der nicht für mich ist. Vielleicht brauchen wir diese Energie gerade sowieso gesellschaftlich, aber ganz speziell jetzt. Wir sind ja auch gerade mitten in der Zeit des Quadrates von dem traditionellen Saturn und dem progressiven Uranus. Vielleicht brauchen wir diese Energie gerade jetzt, um nochmal unsere Position wirklich zu fühlen, wahrzunehmen, vielleicht auch ein wenig unsere Position anzupassen, indem wir extremen Gegensätzen ausgesetzt sind und dann leidenschaftlich zu tanzen. Was nämlich definitiv ein Thema ist, ist, dass wir die verschiedenen Meinungen, die da draußen existieren, irgendwie zusammenbringen müssen. Und das mag uns gefallen oder nicht, aber wenn wir sie nicht zusammenbringen, dann werden wir einfach nicht weiterkommen. Wir müssen mehr Toleranz zeigen. Und mehr Toleranz, das ist auch das Stichwort, das Andrea und Neil dieser Karte gegeben haben. Ich möchte euch jetzt gerne noch die Augmented Reality zeigen. Dafür habe ich ein neues Format gefunden. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt alle sehen. In the practice of tolerance, one's enemy is the best teacher. Ja, sieht das nicht klasse aus, was die da rausgeholt haben, noch aus der einzelnen Karte mit Augmented Reality. Und ihr habt einige Symbole erkannt, die auch auf der Karte zu sehen sind. Unter anderem kann man auf der Karte einen Stern sehen. Es geht also in den kommenden 14 Tagen darum, unser eigenes Ziel klar anzupeilen und es auch wirklich nach draußen zu bringen und zu sehen, was kommt mir denn da entgegen? Und kann ich an Widerspruch wachsen oder kann ich da noch was für mich integrieren, was ich übersehen habe? Das ist eine wichtige Sache. Außerdem geht es darum, unsere Leidenschaft, ihr habt das Feuer eben gesehen, auszudrücken. Und da dürft ihr auch durch leidenschaftliche Diskussionen mit jemanden führen, die nicht unbedingt zu einer Befriedung der Situation führen, aber
euch nochmal helfen beim Positionieren. Ihr habt ja gerade den Dalai Lama gehört, der sagte, dass wir gerade dann wachsen an Toleranz, wenn wir uns mit unseren Feinden auseinandersetzen. Ansonsten gibt es auf dieser Karte auch einen Schlüssel zu sehen, der Schlüssel, der uns Türen öffnet durch die Konfrontation mit Dingen und Menschen, die wir nicht leiden können, die uns vielleicht sonst verschlossen bleiben. Wir sehen eine Schlange, die haben wir auch in der Augmented Reality gesehen. Und die Schlange, die steht natürlich einerseits für Verführung, aber andererseits auch im christlichen Sinne für Betrug und Listigkeit. Also vielleicht auch die Aufforderung aufzupassen, mit wem wir uns in den kommenden 14 Tagen einlassen. Natürlich immer in den Diskurs gehen, aber nicht auf jeden Trick hereinfallen, den man uns vielleicht stellen möchte. Dafür steht auch das Buch, das uns dazu auffordert, uns zu bilden und nicht jede Meinung nachzuplappern, sondern wenn wir uns schon mit jemandem streiten, da auch eine Basis und ein Fundament zu haben. Das fordert vor allem auch der Jungfrau-Mond, der gerne gut informiert ist. Ja, und ansonsten gibt es noch ein paar andere Symbole auf der Karte, die jetzt aber für mich gerade nicht so wichtig sind. Damit bin ich eigentlich auch schon fertig mit meinem Impuls. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich werde zum Neumond dann wieder ein Live-Video machen und wünsche euch jetzt erstmal eine tolle Zeit, die letzten Wintertage, die ja schon sehr frühlingshaft daherkommen. Auch das übrigens ein schönes Bild für diese nach vorne drängenden Planeten. Nicht nur die Menschen haben die Schnauze vom Lockdown voll, auch die Planeten möchten jetzt endlich wieder in frühlingshafter Energie strahlen. Wenn euch dieses Video gefällt, dann freue ich mich über Likes und darüber, dass ihr es mit anderen Leuten teilt. Gerne lese ich eure Kommentare und antworte natürlich auch darauf. Manchmal nicht ganz so schnell, wie ich mir das wünsche. Ja, und ansonsten abonniert diesen Kanal und macht einfach so weiter wie bisher. Ich habe in den letzten Wochen wesentlich mehr Abonnenten als im letzten ganzen Jahr zusammenbekommen. Und wenn ich sage, da meine ich natürlich auch immer meinen Mann. Wir sind ein Team, die Mantika. Habt eine schöne Zeit. Wir sprechen uns. Macht's gut da draußen. Tschüss.